Werner Saxinger ist am Wort, der ist von der ÖVP. Liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Damen und Herren, im letzten Gleichbehandlungsausschuss geschah etwas allzu Seltenes, aber für mich sehr Positives. Ich habe mir gedacht, na, das geht ja doch. Es wurde nämlich ein Antrag einstimmig von allen Parteien angenommen, nämlich die Erstellung eines Frauengesundheitsberichtes nach 12 Jahren endlich wieder einmal. Alle ziehen an einem Strang, wie es so gut wäre. Es gäbe zahlreiche wichtige Themen, wo es auch so sein könnte. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, öfter so. Das Regierungsprogramm und unsere Ministerin Raab bieten hier einiges an guten Vorlagen. Ich möchte hier eine wichtige Thematik aufgreifen, nämlich die geschlechtsspezifische Medizin, wo einiges verbesserungswürdig erscheint. Das hat uns auch die Corona-Pandemie gezeigt. Seit 2 Jahren hat sie uns das vor Augen geführt. Gute Medizin ist jene, die alle gleich gut behandelt. Fakt ist aber auch, dass Frauen doppelt so häufig an Long-Covid erkranken als Männer. Und auch bei der psychischen Gesundheit haben Frauen das Schlechtere losgezogen. Durch die strukturelle Mehrbelastung, Stichwort erhöhte Sorge- und Betreuungsarbeit, leiden Frauen häufig unter Depressionen, Schlafproblemen und Ängsten als Männer. Was ist gute Medizin? Gute Medizin ist jene, die alle gleich gut behandelt. Dem ist aber oft nicht so. Und ich selber als Arzt sehe im medizinischen Alltag die Geschlechterunterschiede gar nicht so stark. Ich nehme sie gar nicht so stark wahr, als sie aber augenscheinlich sind. Es ist schon skurril, dass die Mehrheit der Patienten weiblich ist, die Mehrheit der medizinischen Gesundheitsberufe Frauen sind, die Mehrheit der Medizinstudenten mittlerweile weiblich sind und auch die Mehrheit der Jungärzte weiblich ist. Und dennoch werden Frauen oft nicht gleich gut behandelt. Das fängt bei Blutdrucksenkern an und hört im OP auf. Die Männer waren und sind auch der Standard bei Studien und bei der Entwicklung von medizinischen Produkten. Ein Beispiel aus dem Herz-OP. Kunstherzen werden an sich für Männer entwickelt. Und Standard-Kunstherzen sind oft zu groß für zierliche Frauen, aber es gibt nur ein Modell. Oder es gab bis vor kurzem Unisex-Tabletten, das heißt, Medikamente werden hauptsächlich an Männern getestet, aber auch eine 50-Kilogramm-Frau erhält dann dieses Medikament in der gleichen Dosis wie eventuell ein 110-Kilogramm-Mann. Aber Männer und Frauen sind in der Medizin geschlechtsspezifisch unterschiedlich zu sehen. Frauen verteilen und bauen Medikamente im Körper anders ab. Sie unterscheiden sich in Muskelmasse, Körpergewicht, Wasseranteil. Es gibt auch Unterschiede in den Chromosomen, auf Organebene, auf hormoneller Ebene, auf Stoffwechselebene und auch sozial-psychischer Ebene, wie wir schon gehört haben. Ja, und nicht nur das Skalpell, auch die Empathie ist ein wichtiges Instrument in der Medizin. Und das Gespräch, die Kommunikation ist oft eine Schlüsselrolle bei der Diagnose. Das weibliche Geschlecht ist da oft weit voraus, beim sich Zeit nehmen, beim Hinhören, beim Ernst nehmen. Sehr geehrte Damen und Herren, die geschlechtsspezifische Medizin ist die Zukunft. Gute Medizin ist jene, bei denen alle gleich gut behandelt werden. Und der Frauengesundheitsbericht hilft auf diesem Weg. Danke für diesen einstimmigen Antrag. So, Werner Saxinger von der ÖVP ist Arzt aus Oberösterreich. Das Kunstherz zum Beispiel, das kenne eine Größe, die männliche auch Frauen bekämen, aber dieses für Männer konzipierte Kunstherz eingesetzt, sagt er.